wir mal gerade die Leiter da vorne. Wir hängen sie in den obersten Haken gerade rein. Vom Flexen. Flexen. Loch. So, jetzt bitte setzt euch. Ich hätte. Also, ich wollte euch einmal sagen, dass ich es toll finde, dass ihr dabei seid. Und ich möchte euch auch sagen, ich will eigentlich eher null Stress haben. Ich will es geruhsam angehen lassen. Sagt mir, wenn ich anders stehe. Weil das, dass wir hier zusammen sind, ist mir am wichtigsten. Nebenbei lesen wir ein bisschen was. So, darum. Langen Schüttler und die Körbe. Ich war schon mit da oben im Wald, da haben wir gewendet. Es ist wie in Albanien. Guck mal, so ein Auto drauf, wie es hier hochgefahren ist. Damit rein und auch eingelagert. So, und jetzt hätte ich gerne, dass wir diese Birne mitnehmen. Nur als Beispiel. Das war in dem Jahr, sowas habe ich noch nie erlebt. Hier habe ich zwei Kisten Boskop geerntet. Und der Rest ist schon vor 2 Wochen. Ja. Bitte, wenn ihr auflest, nur die gesunden, alles was faul ist, liegen lassen. Ich fahre da nächste Woche mit Mulcher drüber und fertig. Aber wir machen jetzt Folgendes. Also wir können großzügig auslesen. Wir lesen die Birnen, die sind in Ordnung. Und dann haben wir da vorne 2 Wildschirme. Die will ich einmarschen. Und dann haben wir da noch ein bisschen Kloster und da vorne voll hier den roten Gürtel. Dieser Baum, ne? Den ich jetzt schüttel, der war mal doppelt so hoch. Ja. Und jetzt habe ich ihn so, dass er nicht kaputt ist und trotzdem gut trägt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, 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 eben. Ja. Das ist Wind. Der Pusche. Wenn der Wind reinbläst. Und dann hört man es nicht so rauschen. So ist es. Genia, die Kühe denken schon, du wärst die neue. Das ist doch ein schönes Bild, hä? Die hat es mit allen Viechern. Jetzt kriegt sie noch eine Woche lang zwei Meerschweinchen in Pflege. Prost. Eugenia, hier ist Wasser für dich. Ja. Prost. Aber Luftstängel brauche ich noch. Ach so. Auf den Tee. Prost. 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 Ach, ja. Nimm doch mal so eine Kuh mit. Günther, was soll ich mit der Kuh? Soll ich die mit ins Schlafzimmer nehmen oder was? Ich weiß nicht. Ach, zu tun. Was da? Kommt ihr heute Abend grillen oder da rumlungern mit uns? Ja, ja. Das Bauern früher, Hildrud, das darfst du nicht unterschätzen, dann ihre Zinsen mitbezahlen. Weigels Zinszahler. Schosch, und jetzt braselt's. Spalten im Auge. Ja, ja. Schosch, so. Leute, die... jetzt zwei. Aber das sind noch mehr, ne? Ja, ich bin jetzt bei, da wo der Korb steht. Ja, ja. So, komm. Wir gehen ja. Das möchte ich auch mit Kaugummi, aber... Ja. Welche Äpfel? Die kleinen. Ah, die, ja, ja. Aber es gibt auch rote kleine. Ja, es gibt alle möglichen. Da habe ich das reingetreten. Und eine Wespe. Ich sag dir, wenn wir in 5 Jahren noch pflücken, dann machen wir in die Säcke, dann machen wir die Säcke nur noch viertelvoll. Das wird jedes Jahr. Du meinst, dass wir es noch heben können? Ja, klar. Gibt an, wie. Ja, morgen komme ich mit der Wurst, hat er gesagt. Dann ist ja gut. So ist es. Und heute nichts. Ja, hast du gesagt, dass wir heute Abend da sind? Ja. Aber die wird ja nicht kommen. Josef, deine Quitten, die riechen noch gar nicht. Nee, die werden erst in 2 Wochen da. Ich wollte das wäre Blödsinn. Das wäre absolut. Wo du hinguckst. Geht nichts, sind einfach nicht reif. Das ist so. Trotz der vielen. Ja, aber das ist noch zu früh. Die Quitte ist ein wärmeliebendes Gehölz. Das ist das, was die mag, dieses Klima. Und die ist einfach noch nicht reif. Die riechen noch nicht, die haben noch nicht die wirkliche Farbe. Nassis macht er nicht mehr.
schöner Anlasser du hast. Günther! Also ihr kriegt jetzt erstmal alles und nichts. So schmeckt mir was. Wenn man was zwischen den Zähnen hat, verstehst du, dann schmeckt das. Jetzt hier drauf, dann kommt wieder das Plastik oben drüber, damit das die Feuchtigkeit drauf schützt. Und dann haben wir das eine Volk behandelt und jetzt behandeln wir noch das andere. Benni, geh weg mit der Nase, sonst kommen die Bienchen raus. Ja, du musst mit der Nase drin sein, ne? Du merkst das ja, da wo du gestochen bist. Guck jetzt. Ah, wie schön die Waben sind. Da sind sie jetzt. Guck, die Bienen 1, 2, das ist kleineres Volk. Jetzt ziehe ich mir die Ameisensäure, 4 Milliliter, raus. Gib die hier so drauf. Die sehen aus wie Wespen. Ja, da sind ja Wespen drin, die haben da eigentlich nichts verloren. Das heißt, es ist ein sehr schwaches Volk. Das sind nur Wespen. Nein, nicht nur. Nee, das sind die Bienen schon drin. Fressen die Wespen, die Bienen? Nee, aber die räubern da drin gerade. Ach so. Die räubern, das ist nicht so gesund. Die haben da eigentlich nichts verloren. Ein starkes Volk lässt es gar nicht untertragen. Nee, in Japan gibt es doch nur Raps. Eine Brunserei hier. Hey, André, hier. Das ist der Beste hier, guck. Das ist die Gute hier. Oh, guck. Boah, was? Hat 600, 800 Kilo. Warte, warte. Friedlich. Das fehlt der Oberschule, das gehören. Wow. Verjüngungskur.
Kühe, ich mache einen Apfelbaum. Ja? Und da sonst sehen in Belgien, wie groß man ja auch. Den wird zum 100. Mal umarmen. Sieht der ist halt. Super krass. Das ist der Wahnsinn. Granny. Ach, der ist unser Auto. Granny Apple. Ach, aber jetzt will ich bitte eine Sprechung. Was? Das ist warm. Du bist nicht eingeladen. Bitte. So, Wilhelm, der kalt ist. Ja, die sind alle kalt. Gestern Abend 3, heute Morgen 3. Georg, will er kalt ist. Natürlich, will er kalt ist. Ja, alles klar. Am besten überhaupt. Mitten in der Schwede. Oder 3. Die kommen, gell? Bitte. Danke. Was möchtest du da? Du schicklich aufnehmen da, oder was? Ja, logisch, ne? Für nächstes Jahr. Was trinkst denn du, Wasser? Ja, läuft das jetzt, oder? Das ist ein Video, oder? Ist das das Video? Ach so, muss ich ja auch rumgehen hier. Ich habe ja viel Bäume scheinbar, oder Äste habe ich da drauf. Du musst mit ruhiger Hand. Ja, ja, dann machst du mich wieder das Beste. Ich kann das nicht so. Aha, eben habe ich ein paar drauf hier. So. Achtung, ich bin ja recht freundlich. Sehr schön. Einmal lächeln. Steht da überhaupt Aufnahme auf dem Bildschirm oder gehst du nur so? Das sehe ich nicht. Ja, ja, Aufnahme. Achtung, nicht auf den Hut. Ach du Scheiße. Ja, ich mache mal von der Kühe ein Bild dahin. Falls ich die jetzt aufkriege. Das wäre ja der Himmel, was du. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, der ist auch schön. Und wenn ich wieder drauf tue, geht's aus, ja? Bitte? Hoffentlich lang das, was ich mitgebracht habe. Ich glaube, da ist noch ein Ringelfleisch drin, ja, gell? Ja, ist noch. Lang, auf jeden Fall, sehe ich so. Ja, sag sie nur, sag sie nur. Verdiene nicht mehr mit Leben, ich mach mein Bad in jedem Jahr. Aber ich hab auch meine. Nee. Die sind ja vorher schon. Aber mittlerweile, ich jetzt geschüttelt habe, sind eingeschlafen. Du, und ich habe ja gehört, dass du der Mama schon Bilderbücher vorliest. Super schön. Meine Güte. Liest du dir auch mal ein Bilderbuch vor? Ja. Sehr gut. Super, super. Oh. Der kommt weg. Bei dir sind die Pausen ein bisschen lang. Ich glaube nicht. Oder, Oskar?
genau richtig so, ne? Wollen wir wieder da Äpfel reinschnitzen? Ja. Komm, wir machen mal den Sack vom, nee, den Korb vom Georg machen wir mal leer. Sehr vernünftig. Ne? Ja, kann ich mir in die Schubkarte. Höchstens. Haben die gar keine Zähne für? Doch. What is real nature? Doch, ich hab dich. Das ist mit der 062 an. Also, komm dann. Dann wird's rausgeschnitten. Blöd Gugge. Habe ich nie empfunden. Ja, ich habe gerade irgendwas aus einer Zahnlücke rausgepumpt. Ach so, das auch noch. Das wird natürlich dokumentiert. Dann. Nein! Könnte man ja singen. Am Apfelbaum, meine Hände, Jose. Er hat ja so viel Äpfel drauf. Also das sind ja jetzt nach den fünf anderen besten Sorten, ist das jetzt die beste Sorte. Ja. Das ist ja wirklich eine Klasse. Ne? Das ist ja sowieso die allerbeste. Ja, wirklich. Aber die kannst du doch... Aber ich stelle jetzt einfach... Ja, das ist wirklich lecker, lecker, lecker. Gut gemacht! Nochmal! Nochmal! Ja, okay. Gut! Gut, schön! Warte, jetzt gehen wir hier. Warte, Oskar! Jetzt muss der Opa einfahren. Oh, guck mal, das ist. Jetzt schütteln wir von hier. Alles so geklaut! Komm her! Ich weiß gar nicht. Gepachtet. Komm her. Ich weiß nicht, ob ich das Hund draufschmeißt. So, komm! Nein, halt du fest! Ich kann den Hund drauf. Hier, Oskar! Ich schalte drauf. Oder war es Hund drauf? Okay. Das ist meins halt. So, ich habe zwei Kronen auf dem einen Walnussbaum, die eine ist ab. Die haben wir jetzt richtig abgesägt, damit es voll ist.
Die steht auf dem Boden. Die Kiwi hat überlebt. Hey, gehst du fort, Björn? Ja. Gehst du ins Bettle? Ja. Willst du schlafen? Du bist halt vernünftig. Ja, ich will. Du bist vernünftig. Also, Sebastian holt dann die Klitten. Ja. So, dafür ist er kommen. Was ist denn da für ein Putzbowl jetzt noch? Ja, das ist der Puschel. Ja, zu mir, ja, zu mir, zu mir. Hey! Am Feuer. Das Feuer wird jetzt gleich noch viel stärker und ist anders. Jetzt richtig. Alex, ja, komm. Ja. Das war schon so. Zu mir, zu mir. So gut. So. Ein Schnaps. Melanie, wo magst du denn sitzen? Bei, da drüben. Ich hatte eigentlich schon einen, aber der Melanie, setz dich ans Feuer nach. Nein, auf eure tolle Hilfe bei der Apfelernte, so muss man sagen. Auf deine schönen Äpfel. Ja. Nee, auf eure Hilfe. Ja, hab sie halt jetzt mal mitgenommen. Von wem auch immer. Wenn, ihr, wenn der euch nicht schmeckt, dann weg damit. Dann kommt er in die Soße. Die Flammen. Blut, lodernde Blut. Naja, je nachdem, ob ja, jetzt die Genossen... Die glodernde Blut. Die, die ja, Wahnsinn, wie machen die das hier? Die Hölle ist da. Allerwegs, guck. Das ist so ein kleines Ding. Das Feuer. Da kommst du raus. Was die Liebe für ein Wortspieler hat, das finde ich total. Was für ein Wortspieler hat, würde ich ja nie sagen. Ist doch toll. Herr Georg, du kannst mich doch jetzt noch nicht. Ich bin weder geduscht noch Zähne geputzt. Gar da, kann ich das ganze, seit, da kann ich dich den ganzen Tag nicht filmen, weil du duschst ja heute nicht mehr. Na? Kennst du die Moorlage in Berlin? Das ist, wenn man nach Potsdam rausfährt, dort vor der Klinik der Brücke. Ja, da bin ich ja drüber. Ich habe nicht lange geschlafen, deswegen kommen wir jetzt in Hektik. Ja.
Also. Ach, bist du schon wieder am Filmen, du? Ich verstehe euch. Du bist als erstes. Guck mal da hier, Kürbisschips ist das ja. Ich bin ja schon ein bisschen erschrocken, wenn ich das Grafik so habe. Also, er ist doch schneller wie der Klaus. Er ist schneller wie der Klaus. Das ging nicht so schnell. Mit den drei kleinen. Alex! Weil der so putzig ist. Deshalb bin ich denen so treu. Ich finde es richtig toll. Kennst du das, Katrin? Nee, aber ich habe ja, das nicht.